vier Männer, vier Fernseher, vier mächtige Controller. Wir haben einfach mal von zu Hause unser Steel Battalion Equipment mitgebracht und im lokalen Netzwerk Line of Contact ausprobiert. Was wir dabei so erlebt haben, das zeigen wir euch in diesem Video. So, ich fahre jetzt zunächst mal den Mac hoch, fahre alle Systeme hoch und starte die Kiste. Jetzt geht's los, der Tanz. In dieser Karte geht's darum, sowohl die anderen platt zu machen, darum geht's eigentlich immer, als auch darum, gegnerische Basen einzunehmen. Wir starten zunächst mal in unserer Stadt. Henry und ich sind ein Team und kämpfen gegen Kai und Bernd und machen uns jetzt auf den Weg zur Stadt der Gegner. Ich laufe hier gerade mit Bernd einen Hügel runter, auf diese Brücke zu, und dann versuchen wir, die anderen in der Stadt abzufangen. Normalerweise läuft euer VT, also euer Tank, auf Wunsch in ebenem Gelände, könnt ihr aber noch Räder zuschalten. Das hängt natürlich immer vom Typ des Roboters ab und seid dann damit mal so richtig schnell. Also ich versuche jetzt hier so schnell wie möglich zur Brücke zu kommen und da wird es dann den Showdown geben. Ich habe mich gerade ein bisschen zu schnell gedreht und bin umgefallen. Aber zum Glück konnte ich wieder aufstehen und sehe jetzt Disco Stu ankommen. Das ist der gute Henry. Jetzt muss ich erstmal den Scheibenwischer betätigen, sonst sehe ich nichts mehr. So, viel besser. Jetzt nehmen wir den lieben Henry vereint unter Feuer. Während Henry unter schwerem Beschuss ist, komme ich von hinten und habe aber auch schon die ein oder andere Rakete in Richtung Bernd losgejagt und hoffe, dass ich noch rechtzeitig komme, bevor Henry das Zeitliche segnet. Der will an mir vorbei, aber das werde ich verhindern. Hab ihn erwischt. Oh. Das war's. Schleudersitz. So, und ich habe volles Mad einfach mal reingehalten. Und hoffe jetzt, dass es gereicht hat. Ich sehe nur noch Riesenexplosionen und ich glaube, der Letzte, der steht, ist mal wieder Mister. Ja. Ne? Und so, während Bernd Kanonenfutterfischer jetzt leider auch die rostigen Arme strecken musste. Ich fahre mittlerweile die Systeme wieder hoch, starte an einem von unseren Spawnpunkten. Das ist halt so eine Basis, könnt ihr auch einnehmen von den Gegnern. Und dann startet ihr da. Und wenn Bernd sich jetzt nicht besser anstellt, dann wird er seinen nächsten Einsatz im Trabi fahren. Da ich nicht nur die ganzen Luschen platt gemacht habe, sondern dabei auch noch völlig unbeschädigt geblieben bin, kann ich mich jetzt hier wunderschön auf der Brücke positionieren und so ein bisschen die Stellung halten, bis Henry wieder zu mir stößt. Und sollte sich einer von den Schwächlingen blicken lassen, dann wird sich die Geschichte wiederholen. So, ich habe jetzt hier mal die Zoom-Funktion benutzt und sehe die beiden auf der Brücke stehen. Bringt ja jetzt wenig, weil die sind noch ein bisschen zu weit entfernt. Deswegen mache ich mich einfach mal auf die Socken und gebe ihnen Saures. Ich habe ihn aber natürlich schon längst gesichtet. Ihr seht ihn unten auf meinem Monitor. Er muss schon tüchtig einstecken. Und während Henry nach vorne rennt, um ihn mit seiner Nahkampfwaffe umzuschmeißen, damit er dann nur noch willenlos rumliegt und sich von mir abholt, was er verdient, hoffen wir mal, dass der Plan klappt. Oh, das sieht böse aus. Der Ernst hat mich umgehauen. So, Kai liegt am Boden. Ihr seht das unten auf meinem Monitor ganz schön. Ist gerade wieder aufgestanden. Und ich versuche ihm jetzt natürlich so ein bisschen den Rest zu geben. Kai versucht gerade mit Sidesteps irgendwie aus dem Weg zu gehen.
Und ich lege jetzt nochmal die schwere MG dazu. Jetzt kommt Bernd auch noch mitten rein. Kai hat's zerlegt, Henry glaube ich auch. Aber Bernd, das Huhn, steht da wunderbar rum, lässt sich schön von mir komplett auseinandernehmen und hat wahrscheinlich nicht mal gemerkt, aus welcher Richtung es kommt. So, ja, ich habe eben angekündigt, die Geschichte wiederholt sich. Ich stehe als Letzter auf der Brücke und bin leider immer noch unbeschädigt. Und ich finde super, wenn solche Dinge ausgerechnet dann passieren, wenn wir ein Multiplayer-Video drehen. Wir werden das Ganze jetzt sehr souverän und demütigend beenden. Statt doof auf der Brücke zu warten, gehen Henry und ich jetzt los, suchen uns Bernd und werden ihn einfach komplett in seine Einzelteile zerlegen. Nur noch Bernd ist übrig von den beiden. Das bedeutet, wenn wir ihn jetzt platt machen, dann wäre das Spiel auf jeden Fall vorbei. Leider habe ich mich hier gerade ein bisschen doof manövriert, aber das hat sich jetzt erledigt. Ich habe ihn gefunden. Und Henry hat ihn vernichtet, als ich gerade auch noch mal ein bisschen mit drauf schießen wollte. Und damit haben wir verdientermaßen gewonnen, würde ich sagen. Victory!